Hallo, ich bin Tina. Herzlich willkommen in unserem Bungalow. Ich möchte euch heute diesen zeigen und ganz viele Do-it-yourself-Ideen für Weihnachten. Die größte Inspiration unserer Flurgestaltung war der erste Schwedenurlaub 2017. Da hat uns das Häuschen, in dem wir den Urlaub verbringen durften, so gut gefallen, dass wir gesagt haben, wenn wir ein eigenes Haus haben, möchten wir auch mindestens in einem Raum so eine halbhohe Vertäfelung realisieren. Und ich liebe einfach auch die Atmosphäre, die die Vertäfelung eben schafft. Weiß war natürlich auch ganz wichtig, weil der Raum hat eben einfach kein Fenster und so kann das wenige Licht, das reinkommt, nochmal ganz anders reflektiert werden. Ja, damit es hier nicht langweilig wird und die Kinder immer wieder was zu entdecken haben, bastel ich ganz, ganz viele Dinge für die Kinder, unter anderem auch meine Pack-Dolls. Die sind nicht nur schön zum Angucken, sondern eben auch zum Spielen für die Kinder, sodass sie während der Vorweihnachtszeit jeden Tag auch da neue Abenteuer erleben können. Ja, auch im Kinderzimmer der ganz, ganz Kleinen findet sich weihnachtliche Deko und ihr fragt euch sicherlich, warum steht hier überhaupt ein Kamin? Die Geschichte fängt eigentlich mit dieser Schneekugel an, warum wir einen gebaut haben. Denn wie man hier sehen kann, der Weihnachtsmann kommt durch einen Kamin, wie auch in vielen Kinderbüchern, und bringt eben dort die Geschenke. Ja, wir haben in unserem Bungalow überhaupt gar keinen Kamin. Und deshalb haben wir uns überlegt, wir basteln gerade explizit für die Kleinen einen eigenen aus Karton. Und auch noch weitere Weihnachtsdeko versteckt sich hier im Kinderzimmer. Zum Beispiel für alle Knutschfans ein Nistelzweig. Wenn also abends die Kleine ins Bett geht, gibt es nochmal eine extra runde Küsschen. Aber auch eine Wichteltür darf natürlich nicht fehlen. Da wird immer geschaut, ob da wer rauskommt oder nicht. Und letztendlich noch ganz, ganz wichtig für mich, dieses Schaukelpferd, das mein Papa extra für die Kleine gebastelt hat. Wenn euch mein Ziel gefällt, dann könnt ihr ihn gerne bei Westwing nachshoppen. Auf der gegenüberliegenden Seite von Minis Zimmer finden sich ganz, ganz viele Do-it-yourself-Projekte. Zum Beispiel habe ich letztes Jahr zu Weihnachten diese Gans für sie gestickt. Aber auch, wie man hier sehen kann, aus Tortenspitze eine Girlande gefertigt. Aus Tapetenresten haben wir dieses Hütchen gezaubert und ein kleines Upcycling damit gemacht. Ja, aber auch ganz, ganz viele andere Dinge, wie unsere Steckenpferde, sind von mir selbst gefertigt. Generell ist zu sagen, dass wir ganz, ganz viel Wert darauf legen, dass die Kinder gut an die ganzen Spielsachen und natürlich auch ihre Materialien kommen. Deshalb haben wir uns hier für eine Lösung entschieden, die perfekt auf ihre Größe eben abgestimmt ist. Das heißt, sie kann sich davor hocken, kann sich aber auch davor stellen, kann Schubladen und Türchen öffnen. Und natürlich ganz praktisch auch für die Mamas und Papas, man kann kleine Kästen noch schön unter das Sideboard eben schieben. Ja, und wie ihr auch hier sehen könnt, haben wir ein Küchenbuffet geholt, das uns einfach mit dem Land Schweden wieder verbindet, weil als wir damals im Urlaub waren, da haben wir ganz, ganz häufig in Häusern und Wohnungen eben solche Küchenbuffets gesehen. Und wir wollten unbedingt, wenn wir dann mal ein eigenes Haus haben, ein eigenes Küchenbuffet in der Art haben und haben uns dieses wunderschöne Schmuckstück entsprechend unserer Vorstellung aufbereiten lassen, damit wir eben einem alten Stück ein neues Leben schenken können. Ja, und hier drin befinden sich ganz, ganz wunderschöne Sachen. Zum einen das Geschirr, das ich zur Hochzeit geschenkt bekommen habe, aber natürlich auch Erinnerungen an die wichtigsten Menschen in meinem Leben. Ja, direkt neben dem Küchenbuffet befindet sich das Haupthaus von unseren Wichteln Elfi und Elf. Die Kinder fragen eigentlich schon den ganzen Sommer über, wann ziehen sie denn endlich ein? Und ja, jetzt ist die Zeit endlich gekommen. Nun ist es soweit und jetzt werden sie täglich etwas Kleines für die Kinder veranstalten. Auch dieses Jahr bekommen die Kinder natürlich einen Adventskalender und da habe ich mir etwas ganz Besonderes überlegt, nämlich, dass die Kinder eine Krippe von mir selbst gestaltet bekommen und dafür habe ich jetzt schon ein paar Figuren angefertigt. Die anderen folgen noch, das ist zum Beispiel die Maria und das Jesusbaby und die kommen nach und nach in die Socken hinein. Ziel ist es natürlich, dass sie jeden Tag damit die biblische Geschichte lesen, aber auch ihre Krippe vervollständigen und mit den Figuren natürlich spielen können. Ja, mein Interior-Stil würde ich beschreiben als eine Mischung aus Vintage, Do-it-yourself, Landhaus, aber auch hier und da kleine Boho-Akzente.
Bei uns ist es zur Tradition geworden, jedes Jahr Baumschmuck zu gestalten. So haben wir dieses Jahr zum Beispiel diese Holzwäscheklammern umgestaltet zu Figuren. Hier sieht man einen Nussknacker, einen Schneemann, aber auch eine Ballerina. Ja, und die Kinder sind natürlich auch immer ganz eifrig mit dabei und haben auch viele mit dazu gesteuert. Ja, und so kann man jedes Jahr eigentlich sich auch an das Weihnachten davor zurückerinnern und nach damit eine kleine Geschichte erzählen. Da unten entdeckt ihr schon wieder Geschenke. Da ist es mir ganz, ganz wichtig, wenn ich die Geschenke verpacke, dass man auch noch im Nachgang etwas davon hat. Dass es also nicht nur schön aussieht, sondern auch ja, die Dekoration vielleicht noch einen weiteren Platz findet. Da habe ich mich dieses Jahr dafür entschieden, dass ich eben aus Schnittresten aus dem Garten eine kleine Kränze gestaltet habe und die auch dann noch im Nachgang vielleicht bei dem einen oder anderen zu Hause einziehen können. Ja, nicht fehlen darf zur Weihnachtszeit natürlich auch einen Wunschzettel zu schreiben. Und da setzen wir uns gemeinsam immer Anfang Dezember spätestens hin, schreiben alles auf und legen die Briefe an den Weihnachtsmann neben den Baum. Mit, wie man es im Amerikanischen vielleicht kennt, ein paar Plätzchen und etwas Milch, damit sich natürlich der Weihnachtsmann beim Abholen der Briefe stärken kann. Definitiv gehört für mich zur weihnachtlichen Dekoration die Gestaltung eines solchen Papiersterns, die ihr auch ganz einfach selbst nachbasteln könnt. Ihr braucht einfach 4 unterschiedliche Größen Tortenspitze, pro Größe 5 Blätter. Die knickt ihr jeweils faltenartig, einmal in der Mitte durch. Und diese 5 Stücke pro Größe klebt ihr dann zu einer Rosette jeweils zusammen. Und dann kleckst ihr noch einmal auf die Mitte jeder Rosette etwas Kleber und drückt dann Schicht für Schicht alle übereinander und könnt letztendlich ihn auffädeln und aufhängen. Ja, hier seht ihr meine Weihnachtssterne. Der hat sich schon wunderschön verfärbt, der ist noch grün. Wenn ihr auch wollt, dass sich eure Weihnachtssterne verfärben, dann stellt sie doch für mindestens 13 Stunden von Licht abgeschirmt an eine dunkle Stelle und schon verändern sie ganz schön ihre Farbe. Ja, meine 2 Mäuse kommen jetzt gleich nach Hause. Da werden wir erstmal eine Runde Tee trinken. Und wenn euch mein Stil gefallen hat, dann könnt ihr ihn gerne bei Westwing nachshoppen. Tschüss!